Ich interessiere mich für die Frage, wie Sprache funktioniert, Sprache und Sprachen. Und der besondere Zugang, den in meinem Fach, der allgemeinen Sprachwissenschaft, eine große Rolle spielt, ist eben, dass man Sprachen in der Welt miteinander vergleicht. Welche Ausdrücke gibt es in einer Sprache? Wie werden die auseinander ausgewählt, wenn man denselben Sachverhalt mehr oder weniger gleich formulieren kann? Also ich kann sagen, ich friere, mir ist kalt, ich habe kalt. Und die stellt sich die Frage, warum haben wir überhaupt diese drei Möglichkeiten und wie wählt man dann aus in einem Kontext? Und wenn Sie das dann über Sprachen hinweg anschauen, können Sie sehen, dass es dann noch viele andere Optionen gibt, zum Beispiel die Option zu sagen, Kälte macht mich oder Kälte tut mich, wie man das in Papua im Osten von Indonesien sagt. Das ist mein Feldgebiet, wo ich sehr regelmäßig hinfahre und wo ich in den letzten Jahren ein größeres sogenanntes Dokumentationszentrum aufgebaut haben für Sprachdokumentation, weil wir über die Sprachvielfalt eigentlich noch sehr wenig wissen. Ich denke nicht, dass es so viele Felder gibt, wo man jeden Tag ein Entdeckungserlebnis haben kann, aber die Sprachenvielfalt ist so reichhaltig, dass man immer jeden Tag was finden kann. Und das macht Spaß und ich arbeite gerne mit eben noch wenig bekannten Sprachen.